Ja, ihr Lieben, wir wünschen euch ein ganz herzliches Grüß Gott aus Oberstaufen, hier aus dem Tontherapiezentrum Primosona bei Pius Vögel. Und wir haben natürlich wieder etwas Neues für euch. Und es ist auch wieder etwas, Pius, kann ich echt nur sagen, eine, ich sag mal, eine Vision, Idee, Traum von dir. Wie könnte man es nennen? Ja, man soll sich ja immer Ziele setzen. Ziel ist gut. Ja, und es ist ja so, nur Wissen ist begrenzt. Die Fantasie ist ja unbegrenzt. Ja. Und so ist es auch hier, das ist eine Fantasie von mir, aber hier könnte man für die Volksgesundheit im Allgemeinen sehr viel Gutes tun. Ja, wir sprechen jetzt hier nochmal für alle jetzt hier von einem Klanghaus, also auf mit diversen unterschiedlichen Schwingungsräumen. Ist das so zu verstehen? Ja, weil in jedem Raum sind eben bestimmte bestimmte Liegen da und die eben dann nur mit einer Schwingung dann arbeiten. Mhm. Und an jeder Liege ist auch ein Knopf, wo dann derjenige, wo drauf liegt, die Intensität der Schwingung auch einstellen kann. Ja. Und natürlich, dass das Ganze auch ein bisschen kontrolliert abläuft, ist ja auch hier ein Betreuer da, der entweder Heilpraktiker oder Mediziner ist, oder eine medizinisch geschulte Person. Mhm. Und in dem Raum, in dem ersten Raum hier, wird dann sozusagen die Erstuntersuchung gemacht und wird dann festgestellt, welche Schwingung der Person fehlt. Und wenn jetzt natürlich die Person dann Schwierigkeiten mit der Schilddrüse, mit dem Rücken hat, dann kann der Behandelnde oder die behandelte Person kann dann der Person empfehlen, dass sie in den Raum 2 geht. Mhm. Das wäre zum Beispiel hier. Mhm. Und dann kann sich die Person dann hier auf eine Liege legen und die Intensität dann so einstellen, wie es ihr angenehm ist. Mhm. Und auch den Klang so lange aufnehmen, wie sie meint, dass es für ihr gut ist. Dass es gut ist. Mhm. Das ist eine ganz tolle Idee, muss ich wirklich sagen. Wäre natürlich wunderbar, in jedem Kurbad, Heilbad oder sowas immer anzubringen, weil ich das einfach toll finde. Ja, wenn zum Beispiel eine Frau morgens aufsteht, sagt, heute tut mir wieder das Kreuz so weh und ja, aber ich muss ja auch noch zum Einkaufen gehen, dann könnte sie, bevor sie dann in den Supermarkt geht, schnell hier an diesem Klanghaus vorbeifahren und da eben diesen Klangraum aufsuchen und noch diese Energie tanken. Also das wäre schon wirklich eine sehr schöne Idee. Solch ein Haus. Ich gucke mir gerade mal so die Form des Hauses an. Also man könnte sagen, so laut Feng Shui, ist das ein rundes Haus? Oder? Ja. Das sind eben nur, weil ja sagen, für verschiedene Töne die Leute ja auch mal weniger, mal mehr sind, dadurch sind ja die Größen dann eben auch auf 2 verschiedene Größen natürlich eingestellt. Und da wäre praktisch jeder Raum wäre für etwas anderes eingestellt und das wird dann irgendwie von einer Zentrale gesteuert. Das wird dann hier, dieses ist dann der einzige der einzige Bauteil, wo unterkellert ist. Und in diesem Keller sind dann die ganzen Verstärker auch drin mit ihrer Speicherung der Töne. Mhm. Und von hier aus geht dann einmal ein Kabel hier in Rohre durch und einmal so rüber. Und wird dann jedes gespeist, alles von diesem einen Raum raus, damit eben die Leute da nichts eben verstellen können und so das weiter. Das ist gut. Und dann, wie gesagt, jeder Raum hat immer seine Tonschwingung, sag ich mal so. Ja, ja. Und das wird dann von hier gesteuert, das ist richtig zu verstehen. Ja. Mhm. Ja, und die Person, die eben hier dann die Praxis bewirtschaftet, hätte ich beinahe gesagt, oder die Praxis hat, dann die sagt dann genau in welchem Ton dann, und hier ist der Eingang und hier geht es da eben ins Treppenhaus an den unteren Bau. Mhm.
Und die Kosten von so einem Bau, die sind ja eigentlich gut zu überschätzen, weil es ja verschiedenes sind jetzt dreierlei Bausegmente. Das ist nur ein Segment, der nur einmal da ist. Mhm. Aber hier diese anderen, die sind ja immer wiederum die gleichen Bausegmente. Ja. Und dadurch ist es ja in der Herstellung auch sehr günstig. Da habe ich keine Ahnung von, aber du wirst das bis irgendwann schon berechnet haben. Ja. Ja. Super. Ist das jetzt nur eine Etage oder wie soll ich das? Ja, das ist alles ebenerdig und somit könnte ja auch ein Rollstuhlfahrer kann ja ohne weiteres hier dann rein und diese Türen, die sind hier gezeichnet in 1 Meter Breite, so dass auch sagen also Rollstuhlfahrer, ja, aus medizinischen Gründen da dann auch gut reinfahren kann. Barrierefrei und alles, das ist super. Ja, ja, ja. Super. Ja, kann man nicht sagen. Eine tolle Idee und ich hoffe, dass das irgendwie umgesetzt werden kann, dass du da irgendwann mal Sponsoren findest, die dich dabei unterstützen, weil das ist ja nun auch ein Projekt, sehr lohnend für die Menschheit und für die Gesundheit. Und hier zur Beruhigung kann man hier eben, könnte man auch mit Feng Shui was gestalten. Grünflächen. Oh, und vor allem auch jetzt ist es dargestellt als Grünfläche und hier in der Mitte der Rundbau, das sind dann eben die speziellen Klangstühle für die eine Chakra-Sitzung. Ah ja. Weil sehr schön. Das wäre dann der Chakra-Raum. Das könnte ich mir auch sehr schön vorstellen. Ja. Dann mit einer Glaskuppel drüber. Ja, ja, mit so einer. Ist auch schon gerade so vor Augen. Ja, da gibt es wunderbare Holzkonstruktionen, wo die Leimpeinde da sich in der Mitte treffen und dann in der Mitte alles so als Glas ist. Ja, herrlich. Und so stelle ich mir das hier vor. Ganz herrlich, ja. Und hier, da ist eine Lichtquelle mit 7 Stufen, wo dann immer jede Stufe genau in der Farbe erscheint, wie eben die Chakren jetzt angeregt werden. Mm. Und da könnte man sozusagen sogar noch in dem Dach eine Öffnung machen und hier so als wie ein Laserstrahl dann diese Strahlen dann oben rausschicken. Schöne Idee, wirklich absolut. Ja. Und so, dass das auch ein bisschen zeitlich eine Ordnung reinkommt, könnte man da alle Stunde dann sozusagen so eine Chakra-Sitzung ablaufen lassen. Ja. Und der, wo eben dann Interesse daran hat, der weiß immer genau, aha, zur vollen Stunde kann ich da mich hineinbegeben. Wie gesagt, also sehr lobenswert, sehr gut. Und wir wollten auch das mal hier vorstellen, damit man sich auch mal selbst eine Vision bauen kann. Was ist ein Klanghaus mit Schwingungsräumen? Und diese Idee von Pius Vögel, hoffen wir, dass sie ganz bald umgesetzt werden kann. Und dass dann darüber hinaus viel. Ja, sehr wertvoll für die Volksgesundheit. Das mit Sicherheit. Für die gesamte Menschheit und ich sag einfach mal wirklich für die Volksgesundheit. Ja. Hoffen wir, dass es bald klappt. Ja. Ja, wir danken euch einfach. Oder hast du noch etwas, was du noch rüberbringen möchtest? Nö, also nur, dass Interessenten die können sich gerne an mich wenden. Genau. Wie gesagt, das wollten wir noch sagen. Also wie gesagt, Interessenten, bitte wendet euch ganz vertrauensvoll an Pius Vögel. Mit dem Stichwort Klanghaus. Und einfach reinschreiben, Klanghaus im Betreff. Dann weiß er sofort, um was es geht. Und das kann man per E-Mail machen, man kann dich auch telefonisch erreichen, oder aber ich glaube besser noch E-Mail, ja. Oder man kann gleich schreiben klanghaus@primusona.de. Oh, das ist ja nochmal gut. Gehen wir nochmal durch. klanghaus@primusona.de. Ja, einfach wunderbar. Eine E-Mail-Adresse direkt ans Klanghaus, dann weißt du schon, was da eingeht. Die befassen sich nur mit dem Klanghaus. Ja, ich wünsche natürlich dir ganz, ganz viele Anfragen oder eben halt schon Ideen auch von anderen, wie man das verwirklichen kann, weil es geht ja um die Verwirklichung und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg, ja? Ich sag einfach mal,
ein liebes Dankeschön. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Zeit. Vielleicht kommen wir auch noch mal wieder, denn wir sind noch nicht durch. Wir sind ja immer noch in Oberstaufen und wir sagen jetzt Servus. Dankeschön.